Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor, der Held. Die Männeraugen werden wach, die Mädchenherzen werden schwach. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor, der Held. Und rollt der Angriff in unseren Strafraum. Dann kommt die Flanke und Schuss hinein, aber nein, aber nein, aber nein. Der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor, der Held, der Held. Ja, unser Theodor, der Held, der Held. Hallo, hallo, Sie hören jetzt die letzten 5 Minuten der interessanten Übertragung des internationalen Fußballwettspiels Schienbein 04 gegen Meniskus-Kickers. Das Spiel steht 45-2, ja, das weiß man noch nicht. Nein, das weiß man leider noch nicht, denn alle 2 Minuten fielen hier 3 Tore. Sämtliche 32 Karten befinden sich noch dem Spielfeld, verzeihen Sie, sämtliche 22 Spieler befinden sich noch im Talon. Eben hat der Mittelstürmer von Meniskus den Ball nach rechts gegeben. Nein, verzeihen Sie, das war der Schuh vom Schiedsrichter, aber ein anderer Stürmer trägt etwas nach vorne. Was trägt denn der nach vorne? Ah ja, den Ball, natürlich den Ball und alle anderen ihm nach. Sie setzen ihm nach, sie rennen ihm nach, sie laufen ihm nach. Ja, man könnte sogar sagen, sie segeln ihm nach, denn der Zustand des Spielfeldes ist geradezu katastrophal. Sämtliche Spieler stehen bis zu den Knöcheln im Wasser. Vom Ball ist leider weit und breit nichts zu sehen. Aber jetzt, der halbrechte Verteidiger von Schienbein 04 nimmt den voreiligen Stürmer von Meniskus in die Krawatte. Er setzt ihm einen doppelten Nelson an, drückt ihm die Brücke ein und auch eine Brücke, Akrobat, schön. Und beide versinken im Morast. Das Spiel aber geht weiter, der Sturm rast, ja, es rast der Sturm und will sein Opfer haben und hilflos steht der arme Tormann von Schienbein 04 dem Ansturm gegenüber. Nur noch 5 Meter, nein, 4, nein, 3,5 trennen die Hyänen des Spielfeldes von dem armen Tormann. Da in letzter Minute, in letzter Sekunde reißt Theo, der Tormann, geistesgegenwärtig die obere Latte vom Tor und schlägt damit den Angriff zurück. Gerettet! Der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor, der Held. Die Männeraugen werden wach, die Mädchenherzen werden schwach. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor, der Held. Der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor, der Held, der Held. Ja, unser Theodor, der Held, der Held.